أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد Imam Muhammad ibn Ali al-Baqir, salawatullahi wa salamuhu alayh, wurde am 1. Rajab im Jahre 57 nach der Hijra geboren und starb am 7. Dhul-Hijjah im Jahre 114 nach der Hijra. Dieser Imam ist bekannt als einer der Imame mit einem ausreichenden und hervorragenden Wissen, vor allem bezüglich der Rechtsprechung. Aber nicht nur im Bereich des Fiqh war er einen Meilenstein gesetzt, sondern auch in vielen anderen islamischen und nicht-islamischen Wissensgebieten. Leider ist es so, dass dieser heilige Imam in unserer Mitte verloren gegangen ist. Wenn wir die meisten fragen würden, was wissen wir über das Leben von Imam Muhammad ibn Ali al-Baqir, salawatullahi wasalamu alayh, so würden viele vielmehr etwas über seinen Sohn berichten können, über Imam al-Sadiq alayhi salam. Aber welche Rolle Imam al-Baqir alayhi salam in seinem Leben gespielt hat, welche Rolle er einnahm unter den abbasidischen Khalifen, die er miterlebt hat, darüber wissen leider nur die wenigsten etwas. Wobei Imam Muhammad al-Baqir, salatullahi wasalamu alayh, verantwortlich war für die Verbreitung des Wissens von al-Muhammad, salatullahi wasalamu alayhim. Und er hat den Weg geebnet für seinen Sohn Imam al-Sadiq, salatullahi wasalamu alayh. Denn weshalb werden die Schiiten oder die Rechtsschule der Ahlul Bayt als Ja'fariyya bezeichnet? Das geht zurück auf Imam Ja'far al-Sadiq a.s. Und diesen Weg geebnet für Imam al-Sadiq hat niemand anderes als sein Vater Imam Muhammad ibn Ali al-Baqir salawatullahi wasalamu alayh. Deshalb möchten wir in diesen kurzen Minuten, die wir heute haben, inshallah, diesen Vortrag Imam al-Baqir a.s. widmen und einen Überblick über sein reines Leben gewinnen. Wer war seine Mutter? Wer war sein Vater? Was hat er in seiner Kindheit erlebt? Wie haben wir sein Wissen erlebt in den Büchern der Ahlul Bayt? Was lesen wir da über Imam Muhammad al-Baqir, salawatullahi wasalamuhu alayh? Wie wir wissen, der Vater von Imam al-Baqir war niemand anderes als Imam Zainul Abidin, Ali ibn al-Husayn, salawatullahi wasalamuhu alayh. Und die Mutter von Imam al-Baqir war Fatima bint al-Hassan. Fatima, die Tochter von Imam al-Hassan a.s. Das heißt, Imam al-Baqir gebührt eine einzigartige Ehre, die niemand vor ihm oder nach ihm bekommen hat. Nämlich, auf der einen Seite ist sein Großvater Imam al-Hussein, auf der anderen Seite ist sein Großvater Imam al-Hassan a.s. Geboren wurde Imam al-Baqir salatullahi wasalamu alayh in schwierigen Zeiten. Wieso? Er wurde geboren, als das Khalifat von Muawiya so langsam zu Ende ging. Also zu den Endzeiten des Khalifats von Muawiya ibn Abi Sufyan. Muawiya, wie wir wissen, hat ein großes Reich errichtet. Ja, er war Herrscher über Ascham. Ascham ist nicht, wie wir heute sagen würden, Damaskus oder Syrien. Ascham war früher ein viel größeres Gebiet, das heute Syrien, Libanon, Palästina, Jordanien und so weiter alles mit einschließt. Darüber gab es einen Herrscher und das war Muawiya ibn Abi Sufyan. Und in dieser Zeit wurde Imam al-Baqir salawatullahi wasalamu alayh geboren. Imam al-Baqir hatte einen Bruder, beziehungsweise Imam Zainul Abidin und Fatima bint al-Hassan hatten zwei Söhne. Einmal Muhammad al-Baqir und Abdullah al-Bahir. Ja, deswegen wird beispielsweise die Mutter von Imam al-Baqir Abdullah genannt. Wieso? Weil sie einen anderen Sohn hatte, namens Abdullah al-Bahir. Das heißt, Imam Zainul Abidin hatte von seiner Ehefrau Fatima bint al-Hassan Muhammad al-Baqir und Abdullah al-Bahir. Und über Abdullah al-Bahir ist bekannt, dass er besonders schön war. Es wird gesagt, dass von den Söhnen von Zainul Abidin niemand so schön war wie Abdullah al-Bahir. In dieser Zeit, als Imam al-Baqir geboren wurde, wie gesagt, war zu den Endzeiten des Khalifats von Muawiyah ibn Abi Sufyan, wuchs er in dieser Zeit auf.
Und in dieser Zeit, als Muawiyah so viel Reich, so eine große Herrschaft hatte, viele Gefährten von Imam Amir al-Mu'minin wurden unter Muawiyah ibn Abi Sufyan getötet. Getötet wurde beispielsweise Hujr ibn Ali ibn Adi al-Kindi, dieser großartige Gefährte, der mit der Liebe zu Ali ibn Abi Talib starb und dessen Sohn mit der Liebe zu Ali ibn Abi Talib starb. Nämlich, was, ja, ich habe diese Geschichte mal hier erwähnt gehabt, was geschah, als man Hujr ibn Adi al-Kindi gefangen genommen hatte mit seinem Sohn. Und man zu ihm sagte, du bist ein Araber, wir geben dir einen letzten Wunsch, den wir dir erfüllen, bevor wir dich töten. Und er sagte, tötet meinen Sohn, bevor ihr mich tötet. Und sie waren verwundert, sie dachten, er will dem Tod entfliehen. Sie haben es also gemacht, sie haben zuerst seinen Sohn getötet, dann hat er gelächelt und gesagt, jetzt könnt ihr mich töten. Und sie haben gefragt, was ist mit dir los, bist du verrückt geworden? Er sagte, jetzt kann ich mit ruhigem Gewissen sterben, dass mein Sohn mit der Liebe zu Ali ibn Abi Talib gestorben ist. Wäre ich gestorben, hätte ich Angst um ihn, dass vielleicht sein Herz schwächer geworden wäre. Diese Liebe zu Ali ibn Abi Talib hat diese Gefährten getötet von Muawiyah. Hujr ibn Adi al-Kindi wurde getötet. Rushayd al-Hajari wurde getötet, Amr ibn Hamaq al-Khuza'i wurde getötet und viele andere Gefährten von Imam Ali und Imam al-Hassan wurden unterdrückt und unter Hausarrest gestellt. Wie wir wissen, hat Muawiyah gegen Ende seiner Lebzeiten seinen Sohn Yazid als Nachfolger eingesetzt. Natürlich hat das gegen den Vertrag verstoßen, den Muawiyah mit Imam al-Hassan geschlossen hatte. Das hatten wir in der Biografie von Imam al-Hassan, dass nämlich nach Muawiyah die Herrschaft zu Imam al-Hassan oder Imam al-Hussein zurückkehrt. Aber Muawiyah hat sich natürlich nicht dran gehalten. Muawiyah sagte zu seinem Sohn Yazid, als er ihm das Khalifat übertragen wollte, er sagte zu ihm, pass vor 4 Personen auf. Pass auf vor Abdurrahman ibn Abu Bakr. Pass auf vor Abdullah ibn Umar. Pass auf vor Abdullah ibn Zubair. Und pass auf vor Hussein ibn Ali. Manche dieser Gefährten konnte er politisch ruhig stellen. Andere, wie Imam Abi Abdullah al-Hussein, salatullahi wassalamu alayhi, mussten in Karbala diese Schlacht miterleben, wo sie dann getötet wurden. Imam al-Baqir, salatullahi wassalamu alayhi, was viele vielleicht nicht wissen oder was in den Hintergrund geraten ist, war in Karbala dabei. Das heißt, wenn wir fragen würden, wie viele Imame waren in Karbala dabei? Dann sagen wir, es waren 3 Imame. Nämlich Imam al-Hussein, alaihissalam, Imam Zain al-Abidin, alaihissalam und Imam al-Baqir, der zu der Zeit ungefähr 3,5 Jahre alt war. Imam al-Baqir hat die meiste Zeit am 10. Muharram im Zelt von seinem Vater Imam Zain al-Abidin verbracht, als dieser krank war. Er hat also nicht unbedingt unmittelbar alles gesehen und die Schlachten gesehen. Er war mehr bei seinem Vater Imam Zain al-Abidin und sah, wie seine Tante Zainab a.s. beispielsweise von einem Zelt zum anderen gerannt ist. Weil wir wissen, die Armee hat die Zelte der Ahlul Bayt allesamt verbrannt. Und er hat also sowohl in diesem Alter das grauenhafte Ereignis von Karbala miterlebt, er war Zeuge darüber und über die Unterdrückung, die nach Karbala stattfand. Nämlich, was ist passiert? Imam al-Baqir a.s. im Alter von 3,5 Jahren, im Alter von 4 Jahren, wurde er angekettet an Ruqayya bint al-Hussein a.s. Und diese wurden dann als Geiseln genommen. Wir kennen die Geschichte von Karbala. Erstmal nach Kufa, dann nach Ash-Sham. In Ash-Sham, im Palast von Yazid ibn Muawiyah, hat Imam al-Baqir im Alter von 3,5 Jahren seine ersten Worte des Wissens gesprochen. Was ist geschehen? Wir alle kennen die Predigt von Imam Zain al-Abidin, die Predigt von Zainab a.s., aber diese Worte, die Imam al-Baqir in diesem jungen Alter dort gesprochen hat, geht öfters unter. Nämlich Yazid, la'anahullah, saß auf seinem Thron, die Familie des Gesandten Gottes wurden hereingeführt, er sah die Frauen des Gesandten Gottes und die Töchter des Gesandten Gottes und er schaute sie an und sagte, wisst ihr, was wir mit euch machen? Einen Teil von euch werden wir als Sklaven verkaufen und den anderen Teil werden wir töten. Einen nach dem anderen werden wir von euch töten. Plötzlich war die Halle komplett ruhig. Bis eine Stimme etwas sagte. Sie sagte, O Yazid. Sie sagte, O Yazid. Als Pharao an der Macht war und sie Musa und Harun gefangen genommen hatten, fragte Pharao seine Leute, was sie mit ihnen machen sollten. Und sie sagten, sie sollen an einem fernen Ort leben.
Aber du, O Jesid, hast keinen Respekt vor der Familie des Propheten, die dir diese Religion gebracht hat. Die Menschen drehten sich um. Wer hat diese Worte gesprochen? Bis sie dann auf dieses kleine Kind, auf den 3,5-jährigen Muhammad ibn Ali al-Baqir gezeigt haben. Und Jesid sprach, dieser Junge wagt es so mit mir zu reden, wer ist das? Man sagte zu ihm, es ist Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein. Er sagte, welcher Ali ibn al-Hussein? Er sagte, dieser Mann dort. Er sagte, wir haben Ali ibn al-Hussein getötet. Er sagte, nein, das war Ali al-Akbar. Das ist Ali Zain al-Abidin. Und er hatte sich überlegt, Imam al-Baqir zu schlagen, aber dachte sich, so viele Leute und ältere Menschen sind versammelt. Er will nicht unbedingt als Kinderschläger quasi bekannt werden. Darüber hat er sich Sorgen gemacht, obwohl er den Befehl zum Mord an Imam Abi Abdullah al-Hussein, dem Enkel des Gesandten Gottes, zuvor gegeben hatte. Jedenfalls danach, die Geschichte ging weiter. Die Geiseln, wie wir wissen, sind freigekommen, sind nach Kufa, dann nach Medina gegangen. Und dort hat eine besondere Person auf Imam al-Baqir gewartet und musste ihm etwas ausrichten. Nämlich der große Gefährte Jabir ibn Abdullah al-Ansari, radwanullahi ta'ala alayh. Jabir ibn Abdullah war ein Gefährte, der besonders nah zu Ahlul Bayt war. Er war ein Gefährte des Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Er war ein Gefährte von Imam Amir al-Mu'minin. Er war ein Gefährte von Imam al-Hassan. Er war ein Gefährte von Imam al-Hussein. Er war ein Gefährte von Imam Zain al-Abidin. Und er war ein Gefährte von Imam al-Baqir sallallahu alaihi. Jabir bin Abdullah al-Ansari saß gegen Ende seines Lebens in der Nähe der Moschee des Propheten und hat gerufen, wo ist al-Baqir, wo ist al-Baqir? Und er war zu jener Zeit blind. Die Menschen kamen, haben ihn ausgelacht, sagte, Jabir ist alt geworden, 93 Jahre alt, er redet wirres Zeug, beachtet ihn nicht. Bis dann Imam Zain al-Abidin a.s. mit dem jungen Imam al-Baqir kam und zu ihm sagte, O Jabir, hier ist jemand, der dich sehen will. Und Jabir war blind und ihr kennt das vielleicht oder ihr habt es mal gehört, die blind sind, die anderen Sinne werden schärfer. Sie hören besser, sie riechen besser, sie schmecken besser und so weiter. Und Jabir bin Abdullah, als er blind war, er hörte Imam al-Baqir kommen, er sagte, bei Allah, ich höre die Schritte des Gesandten Gottes näher kommen. Wer bist du? Er sagte, ich bin Muhammad al-Baqir. Er sagte, komm, lass mich dich umarmen und küssen. Dein Großvater hat mir den Salam an dich ausgerichtet. Er sprach zu mir und sagte, O Jabir, eines Tages wirst du einen jungen Mann treffen, der den gleichen Namen wie ich trägt und der die gleichen Eigenschaften wie ich hat. Er hat Licht, welches aus seinem Gesicht strahlt. Und er hat Weisheit und Wissen wie kein anderer. Sein Name wird Al-Baqir sein, denn er wird das Wissen komplett spalten. So sende ihm meinen Salam, wenn du ihn siehst. Und was für eine heilige Aussage des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi, dass er zunächst einmal Imam Al-Baqir diesen Beinamen gibt, Al-Baqir. Und dass er ihm seinen Salam sendet, seinen Friedensgruß sendet. Und manch einer, beziehungsweise wir nennen uns Anhänger der Ahlul Bayt, und wenn uns jemand fragt, was bedeutet eigentlich Al-Baqir, können nur die wenigsten darauf antworten, wieso der Imam diesen Beinamen hatte. Al-Baqir, also der Spalter des Wissens, der Spalter zwischen Wahrheit und Falschheit. Wieso? Was war die Rolle von Imam Al-Baqir, salawatullahi wassalamu alayh? Er lebte in einer Zeit, wo besonders viele Denkschulen und Rechtsschulen hervorgetreten sind. Besonders viele Rechtsschulen sind zu jener Zeit hervorgetreten. Und die Menschen kamen zu Imam al-Baqir, auf dass er die Falschheit von der Wahrheit trennen möge. Deshalb manche sagen, Imam al-Baqir und Imam al-Sadiq sind die beiden Baqirain oder die beiden Sadiqain. Also die beiden Spalter oder die beiden Wahrhaftigen. Und aus diesem Grund hat er auch den Beinamen Baqir al-Ulum. Also der Spalter der Wissenschaft. Nämlich, welche Richtungen gab es zu jener Zeit? Es gab beispielsweise die Murji'a. Murji'a war eine Denkschule, die gesagt hat, auch wenn ein Khalif Alkohol trinkt, wir können nichts sagen, wir wissen ja nicht, wie sein Herz ist. Vielleicht ist sein Herz gut. Auch wenn er etwas Schlechtes tut, wir wissen nicht, wie sein Herz ist. Ja, wir kennen das sicherlich, heute gibt es auch manchmal diese Denkart, was eigentlich nichts anderes ist als eine List von Iblis, la'anahullah, indem er sagt, mach dieses, mach jenes, mach das, dein Herz ist rein, ist okay.
Dein Herz ist rein, aber mach ruhig diese Taten. Oder andere Personen, damit man das Schlechte gebietet oder das Gute gebietet und das Schlechte verwehrt, damit man das unterlässt. Wir wissen ja nicht, wie sein Herz ist. Vielleicht ist sein Herz gut. Welches gute Herz kann schlechte Taten produzieren, fragen wir uns. Welches gute Herz kann eine böse Tat produzieren? Die Taten sind Auswirkungen des Herzens. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Auf solche Vorwürfe antwortete Imam al-Baqir, salawatullahi wassalamu alayhi. Oder die Khawarij waren auch zu dieser Zeit verbreitet. Die Khawarij kennt ihr, die in Nahrawan gegen Imam Amir al-Mu'minin, salawatullahi wassalamu alayhi, gekämpft haben. Die Imam Ali bekämpft haben. Die gesagt haben, an al-Hukmu illa lillah. Wahrlich, der Schiedsspruch gebührt einzig Allah, subhanahu wa ta'ala. Man könnte sagen, die Abspaltung der damaligen Khawarij sind heute die ISIS. Könnte man gut vergleichen. Was gab es noch für Denkschulen? Die Asha'ara, die Mu'tazila, die sich beispielsweise uneinig darüber waren. Die einen haben beispielsweise gesagt, alles, was wir tun und machen, ist von Allah vorherbestimmt. Wenn wir eine Sünde begehen, so ist diese Sünde von Allah subhanahu wa ta'ala vorherbestimmt. Wir haben keinen Einfluss drauf. Die anderen haben wiederum gesagt, nein, alles obliegt uns. Allah subhanahu wa ta'ala hat keinerlei Eingreifen oder Tun in unserem Werk oder in unserem Leben. Und als dann Imame der Ahlul Bayt befragt wurden, welche von den beiden richtig sind, kam ihr bekannter Ausspruch, innama huwa amrun bayna amrayn. Es ist eine Angelegenheit zwischen den beiden. Weder ist alles vorherbestimmt, unsere Sünden vorherbestimmt, mit welchem Recht werden wir dann bestraft, wenn unsere Sünden von Gott vorherbestimmt werden. Noch ist alles unabhängig von Allah subhanahu wa ta'ala. Wieso? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Es ist also eine Angelegenheit zwischen beiden. Und inshallah reden wir mal ausführlich drüber, wenn sich die Gelegenheit bietet. Imam al-Baqir, salawatullahi wa salamu alayhi, war bekannt für sein außerordentliches und erhabenes Wissen in allen Bereichen. Nicht nur im islamischen Sinne, sondern auch im Bereich beispielsweise der Geografie, beispielsweise der Philosophie und so weiter und so fort. Und er selber sagte, mein bester Lehrer war, oder beziehungsweise sein Sohn Imam Sadiq a.s. sagte, mein bester Lehrer war mein Vater Imam al-Baqir a.s. Denn er lehrte mich nicht nur das islamische Wissen, er lehrte mich Astronomie, er lehrte mich Geografie, er lehrte mich griechische Mythologie, er lehrte mich Philosophie und so weiter. Und der Imam a.s. wollte damit zeigen, nicht nur das islamische Wissen ist wichtig, alle Formen des Wissens müssen wir anstreben. Ja, wenn heute jemand kommt und sagt, Mathematik ist nicht wichtig oder Geografie ist nicht wichtig und so weiter, diese Ausrede haben gerne die gläubigen Schüler, ja, wenn die keine Lust auf Prüfung haben, das ist nicht wichtig, ich gehe lieber oder ich lese beispielsweise was anderes. Beides ist wichtig, man muss seine Prioritäten auf beide einsetzen, ein Gleichgewicht zwischen beiden Lehren erstellen. Und deshalb hat Imam al-Baqir speziell darauf betont. Imam al-Baqir, salawatullahi wassalamu alayhi, hat fünf umayyadische Khalifen seiner Zeit erlebt. Wir wissen, erstmal war Muawiyah ibn Abi Sufyan, dann Yazid ibn Muawiyah und so weiter. Er hat fünf umayyadische Khalifen erlebt. Wir wissen, erstmal kamen die umayyadischen Khalifen, danach gab es einen Umsturz und dann kamen die Abbasiden, die Cousins der Imame der Ahlul Bayt, salawatullahi wassalamu alayhim. Einer dieser Khalifen war Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan und allgemein diese umayyadischen Khalifen haben sich dieser Welt hingegeben, wie es kein anderer getan hat. Sie haben sich mit Luxus beschäftigt, sie haben sich mit Frauen beschäftigt, mit Musik, mit Alkohol und haben die Religion hundertprozentig verlassen. Deshalb, Imam al-Baqir hat genau diesen Aspekt für sich genutzt. Er hat gesagt, solange diese Khalifen beschäftigt sind mit dieser Welt, lass mich die Lehren von Al-Muhammad verbreiten. Deshalb sehen wir, Imam al-Baqir und Imam al-Sadiq hatten besonders viel Freiheiten, wenn es darum ging, die Lehren der Ahlul Bayt zu verbreiten. Ich habe jetzt keine Statistik, aber vielleicht jeder zweite Hadith, den ihr gehört habt, ist an Abi Abdullah, Imam al-Sadiq a.s. annahu qal. Ist es nicht so? Meistens von Imam al-Baqir oder Imam al-Sadiq. Die Imame der Ahlul Bayt davor oder danach wurden von den damaligen Khalifen unterdrückt. Sie hatten nicht diese Freiheiten, die Lehren von Al-Muhammad zu verbreiten. Deshalb wird unsere Rechtsschule bekannt als Al-Ja'fariyya, die Rechtsschule von Imam Ja'far al-Sadiq a.s. Ist Imam al-Sadiq wissender als Imam al-Kadhim oder Imam al-Baqir oder Imam Zain al-Abidin? Nein. Das liegt daran, dass diese beiden Imame die meiste Freiheit hatten, die Lehren von Al-Muhammad zu verbreiten.
sodass am Ende über Imam Sadiq, inshallah, nächstes Mal sprechen wir über seine Biografie, dass gesagt wurde, 4000 Schüler berichteten und sagten, zu mir sprach Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq alayhi salam. 4000 Schüler hatten sie. Sie hatten eine einzigartige Universität errichtet, wo sie zahlreiche über 1000 Schüler hatten, Imam al-Baqir und Imam as-Sadiq alayhi salam. Deshalb hatten sie diese Freiheit, diese Lehren von Muhammad wa al-Muhammad zu verbreiten. Dieser Abd al-Malik ibn Marwan, wisst ihr, wen er als Gouverneur eingesetzt hat? Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Er hat ihn als Gouverneur eingesetzt. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, das hatten wir schon ein paar Mal erwähnt. Das war derjenige, der gesagt hat, ich wünschte, ich wäre am 10. Muharram in Karbala, um eigenhändig den Kopf von Hussein ibn Ali zu trennen. Solch einen Menschen hat er als Gouverneur eingesetzt. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, wenn es zum Opferfest kam, hatte die Menschen gefragt, was opfert ihr? Sie sagten, wir opfern Schafe. Er sagte, wenn das so ist, bringt mir jeden, der Ali und Hassan und Hussein heißt, wir sollen sie ebenfalls opfern. Dieser Hass zu Ahlul Bayt war ungewöhnlich groß. Eine bekannte Geschichte berichtet über einen Gefährten, der einst nach Esch-Scham ging und dort niemanden gehört hat, der irgendwie Ali oder Hassan oder Hussein hieß. Niemand hieß dort so. Und er hat sich gewundert, wieso dort keiner hieß, so hieß. Bis er dann einen Freund traf und dieser Freund hat seine Söhne gerufen, Hassan, Hussein, kommt her. Sie kamen, er sagte sich, Mashallah, du nennst sie Hassan und Hussein nach den Enkeln des Propheten. Er sagte, was meinst du mit Mashallah? Er sagte, Hassan, Hussein, die Enkel des Propheten, ist schön, dass du sie danach genannt hast. Er sagte, nein, ich habe sie Hassan und Hussein genannt, weil wenn ich sauer wäre, dann beschimpfe ich Hassan und Hussein. So war der Hass gegenüber der Ahlul Bayt damals. Aber wenn wir denken, der Vater war schlecht, schaut, wie sein Sohn war, Sulaiman ibn Abdelmalik ibn Marwan, der Khalif nach ihm. Dieser Khalif, MashaAllah, Khulafa, in den Geschichtsbüchern heißt es die großen Khulafa. Als er Khalif wurde, kamen die Menschen zu ihm und sagten, oh, Sulaiman ibn Abdelmalik ibn Marwan, du bist Khalif der Muslime, komm und leite das Freitagsgebet. Du bist der Khalif, wer soll das sonst leiten? Er sagte, ich habe gerade in meinem Zimmer zwei Frauen, Salam und Hababa. Denkt ihr wirklich, ich verlasse sie und komme zu eurem Gebet? Das war der Khalif der Muslime. Es gibt sogar ein Gedicht, was er geschrieben hatte, wo die Dicht, wirklich, das ist, er hat ein Gedicht darüber geschrieben. Er hat sinngemäß, hieß es in diesem Gedicht, während die ganzen Menschen sich im Gebet niederwerfen, genieße ich den Komfort des Lebens mit Salam und Hababa, mit seinen beiden Frauen. Das waren die Khulafa der Muslime. Mit solchen Menschen musste Imam al-Baqir a.s. umgehen. Aber, wie wir gesagt haben, Imam al-Baqir hat das Beste aus dieser Situation gemacht. Solange sie mit dieser Welt beschäftigt waren, hat er die Lehren von Muhammad wa al-Muhammad verbreitet. Und so haben wir zahlreiche Überlieferungen über Imam al-Baqir, wo er Fragen beantwortet von Menschen, wo die Menschen zu ihm kamen und ihm bestimmte Fragen gestellt haben. Zum Beispiel, einst kam jemand zu ihm und fragte ihn bezüglich des Surah 21, Vers 30, wo es heißt, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهَا. Also sehen denn diejenigen, die ungläubig sind, nicht, dass die Himmel und die Erde eine zusammenhängende Masse war, die wir dann getrennt haben? Und die Menschen kamen zu Imam al-Baqir und haben gefragt, oh, Sohn des Gesandten Gottes, wir haben so viele Gelehrte gefragt. Keiner von uns konnte uns diesen Vers erklären. Keiner dieser Gelehrte konnte diesen Vers erklären. Was bedeutet das? Die Himmel und die Erde waren eine zusammenhängende Masse, die wir dann getrennt haben. Was bedeutet das? Und der Imam, salatullahi wasalamu alayhi, sagte, als Allah subhanahu wa ta'ala Adam auf die Erde brachte, gab es keine Vegetation. So hat Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel geöffnet, sodass es regnete und die Vegetation emporströmte quasi. Oder ein anderer Gelehrter, Muammar al-Layfi, er kam zu ihm und diese Geschichte ist bekannt, oder diese Überlieferung ist bekannt bezüglich der Zeitehe. Hatte ihm, genauso wie es heute Vorwürfe gegen die Rechtsschule der Ahlul Bayt gibt, genauso gab es auch damals diese. Die Überlieferung berichtet, dass dieser Muammar al-Layfi qala lil-Baqir, ballighni annaka tufti fil mut'a. Er sagte, berichte mir, bist du jemand, der die Zeit eher als richtig ansieht? Faqala ahallaha Allah fi kitabih wa sannaha Rasulullah wa amala biha ashabuh. Er sagte, es ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch erlaubt hat und die der Gesandte Gottes erlaubt hat und die seine Gefährten gemacht haben. Faqala Abdullah,
Also dann sprach dieser Muammar al-Layfi, faqad naha anha Umar. Also der zweite Khalif Umar ibn Khattab hat dies aber abgelehnt. Und Imam al-Baqir a.s. sagte, qala, fa anta ala qawli sahibuka wa ana ala qawli Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihi. So bleibe du bei dem Wort deines Gefährten und ich bleibe bei dem Wort des Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alaihi. Bis er dann sagte, erlaubst du dann deinen Töchtern oder Frauen, dass sie dann so etwas machen? Ihr kennt vielleicht diese Frage von den heutigen Salafisten, wenn man mit ihnen diskutiert und über die Zeit ihr redet. Würdest du erlauben, dass deine Schwester das macht? Als ob das der Maßstab dafür wäre. Erstens, ich bin nicht der Wali über meine Schwester. Ich habe gar nicht die Befugnis, darüber zu entscheiden. Der Vater. Erstmal das. Zum anderen, über die Zeit, dafür gibt es Regeln, Regularien und Gesetze. Nicht einfach so, jeder kann Zeitehe machen, wie er will. Genauso, die Zeit ist genauso wie eine richtige Heirat, nur dass sie auf eine bestimmte Dauer begrenzt ist. Drittens, der Imam a.s., was antwortet er ihm? Er sagte, was bringt dich dazu, nun über meine Frauen zu reden? Sag mir, sprich, wenn jetzt jemand aus Medina kommen würde, der als Beruf Stricker ist, das war scheinbar damals kein beliebter Beruf, der strickt und er würde um die Hand deiner Tochter anhalten, würdest du sie ihm geben? Er sagte, nein. Er sagte, ist es aber nicht halal? Er sagte, ja, kann sein, aber nein. Er sagte, genauso ist es mit der Zeitehe. Nicht alles, was halal ist, ist wajib. Nicht alles, was erlaubt ist, muss gemacht werden. Es ist eine Option. Es ist etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat, um den Menschen Erleichternis zu bringen. Aber das heißt nicht, dass jeder es machen muss. Und wenn er es nicht macht, kommt er in die Hölle. Also, wir sehen, Imam al-Baqir a.s. hat stets versucht, mit Logik zu argumentieren. Und die andere durch Vernunft auf den richtigen Weg zu bringen. Oder eine weitere Gruppe kam zu Imam al-Baqir a.s. und sie sprachen zu ihm und sagten, wer war der erste Prophet, der die arabische Sprache gesprochen hat? Und er sagte, dies war der Prophet Ismail a.s. Und sie fragten, o Imam, der Shaitan ist der Feind aller Propheten, richtig? Er sagte, ja. Sie sagten, hatte Shaitan mit manchen Propheten einen Diskurs, also eine Konversation? Und er sagte, ja, mit Nuh a.s. Beispielsweise was? Er sagte, Shaitan sagte zu Nuh, pass vor bestimmten Situationen vor mir auf, im Zustand des Zorns. Eine Lehre für uns. Im Zustand des Zorns, wisse, dass ich da bin. Ja, wir alle kennen das bestimmt, wenn wir zornig sind manchmal, gibt es irgendwie immer eine Stimme in uns, die sagt, mach weiter, schlag ihn, beschimpf ihn, die uns immer weiter aufwiegelt darüber. Er sagt, pass vor dieser Situation auf. Im Zustand des Zorns bin ich da. Weiter, wenn jemand spenden will, werde ich da sein, um dies zu verhindern. Ja, auch hier gilt, jemand will spenden, 1 Euro ist zu viel, nee, 50 Cent, okay, damit kann ich mir Kaugummi kaufen, 20 Cent ist viel, na, später, wenn ich mehr Geld habe und dann ist es weg. Oder aber, jemand kam und fragte, Imam al-Baqir, ihr Imamiyya, ihr behauptet doch, ihr seid fehlerlos und ma'sumin und fehlbar, richtig? Er sagte, ja. Er sagte, wie, beweis mir, dass ihr fehlerlos seid. Und der Imam a.s. sagte zu ihm, aus welchen Gründen begehen die Menschen denn eine Sünde? Und sagte, weiß ich nicht, sag du es mir. Er sagte, 4 verschiedene Gründe hat eine Sünde. Erstens Gier, zweitens Neid, drittens Wut oder Angst vor Verlust. Das sind die 4 Ursachen, weshalb die Menschen sündigen. Wut, Neid, Angst vor Verlust und Gier. Und der Imam sagte, wieso sollen wir habgierig sein, wenn Allah uns doch das Wissen gegeben hat, was wir haben? Und wieso sollten wir jemanden beneiden, wenn wir doch die Enkelsöhne des Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alaihi sind? Und wieso sollten wir Angst um Verlust haben? Jetzt pass auf. Wieso sollten wir Angst um Verlust haben, wenn wir doch den heiligen Koran da haben? Subhanallah. Der heilige Koran, der in unserer Mitte vergessen wurde, Imam al-Baqir sieht das als einen Grund, keine Angst zu haben. Keine Angst vor Verlust. Und weiterhin, wieso sollten wir wütend oder verärgert sein, wenn doch die Botschaft des Gesandten Gottes in unserer Mitte ist? Berichte mir, weshalb sollen wir dann sündigen? Und wir haben schon mal über die Unfehlbarkeit der Ahlul Bayt alayhim salam gesprochen und die Wahrheit dieser Unfehlbarkeit, die dahinter steckt. Genauso wie es Khalifen zu dieser Zeit gab von Imam al-Baqir, die ihn verletzt oder gedemütigt haben, genauso gab es einen Khalifen, der ihm positiv gestimmt war. Nämlich Umar ibn Abdul Aziz. Der Khalif Umar ibn Abdul Aziz war der Urenkel von dem zweiten Khalifen Umar ibn al-Khattab. Und er war der Schwiegersohn des Khalifen vor ihm, Abdul Malik ibn Marwan.
Dieser Umar ibn Abdulaziz war jemand, der, oder wir wandeln den Satz um, bis zu der Zeit von Umar ibn Abdulaziz, immer wenn jemand die Kanzel bestieg, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ashabi zum Beispiel, und dann begann die Verfluchungen gegen Ali ibn Abi Talib, salatullahi wa salam alayhi. 60 bis 70 Jahre wurde Ali ibn Abi Talib auf der Kanzel verflucht, bis dieser Umar ibn Abdulaziz das gestoppt hatte. Bis er das aufgehoben hatte, dass Ali ibn Abi Talib nicht mehr auf der Kanzel verflucht werden sollte. Und er selber berichtet, er sagt, mein Vater Abdulaziz, immer wenn er über Ali ibn Abi Talib gesprochen hat, dann war er nervös, dann merkte ich, dass er nervös war. Aber wenn er über irgendeine andere Person gesprochen hat, war er immer ganz ruhig. Und ich fragte ihn, oh Vater, immer wenn du über Ali ibn Abi Talib sprichst, bist du nervös. Aber wenn du über andere Persönlichkeiten sprichst, bist du locker. Wieso? Und sein Vater Abdulaziz sagte, wenn die Menschen wüssten, wer Ali ibn Abi Talib und seine Eigenschaften sind, dann hätten sie nicht uns als Führer genommen. Und diese Sachen und vor allem seine Beziehung zu seinem Lehrer, inshallah sprechen wir auch mal darüber, die Beziehung von Umar ibn Abdulaziz zu seinem Lehrer hat ihn stark beeinflusst diesbezüglich. Bis er dann Khalif wurde und zu Imam al-Baqir kam. Dieser Umar ibn Abdulaziz, er kam zu Imam al-Baqir und er sagte zu ihm, du bist al-Baqir, du bist derjenige, dem der Gesandte Gottes seinen Salam gerichtet hat. Jetzt, wo ich Khalif bin, gib mir drei Ratschläge, die ich befolgen soll. Gib mir drei Ratschläge, die ich befolgen soll. Und Imam al-Baqir alayhi salam sagte, ich werde dir drei Ratschläge geben. Erstens, wenn du etwas zelebrierst, wenn du etwas feierst, dann vergesse das Halal und Haram nicht. Wenn du etwas feierst, wenn es einen Anlass gibt, wofür man feiern soll oder wofür man feiert, dann vergiss Halal und Haram nicht. Was für eine Lehre für uns. Wie viele Festlichkeiten haben wir, wenn es dann darum geht, um Halal und Haram, setzen wir dann in Klammern diese Festlichkeit. Ist doch nur einmal. Ich heirate doch nur einmal. Ich habe euch mal diese Geschichte erzählt, die ein Gelehrter erzählt hat. Er kam zu einem Vater und sagte zu ihm, der Sohn von diesem Mann hat geheiratet und die haben eine riesen Feier gemacht und Musik und so weiter und Tanz. Und der Gelehrte kam zu diesem Mann, der eigentlich gläubig ist. Er sagt zu ihm, weshalb hast du das gemacht? Er sagt, es ist nur mein Sohn und mein ältester Sohn und ich liebe ihn. Es ist nur einmal, inshallah nicht mehr. Beim zweiten Sohn genau das Gleiche. Wieso? Mein zweiter Sohn, ich liebe ihn besonders. Als er klein war, habe ich mir das und jenes gewünscht. Dann die Tochter. Es ist meine einzige Tochter. Sie hat sich so eine Feier gewünscht mit viel Musik und viel so und so. Vergesst das Halal und Haram nicht, wenn es etwas zu feiern gibt. Zweitens, wenn du wütend bist, vergiss Halal und Haram nicht. Hier kommen wir wieder zu dem Punkt. Wir sind alle Menschen, jeder Mensch wird wütend, aber in diesem Zustand muss er immer noch seinen Intellekt bewahren. Man darf niemals zulassen, dass die Emotionen über dem Intellekt überwiegen, denn dann ist man verloren. Dann vergisst man Halal und Haram, dann vergisst man sogar Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du wütend bist, vergiss Halal und Haram nicht. Und drittens, das war ein weiterer Ratschlag, der vieles in Umar ibn Abdulaziz verändert hat. Er sagte, beschlagnahme nicht das Eigentum von anderen Leuten. Beschlagnahme nicht das Eigentum von anderen Leuten. Und er sagte, wie, was meinst du damit? Er sagte, Fadak gehörte meiner Mutter Fatima alayhi salam. Und die Umayyaden haben es ihr weggenommen. Bis dann Umar ibn Abdulaziz sagte, jetzt wo ich Khalif bin, Fadak soll zu euch zurückkehren. Und er war es, der Fadak zu Ahlul Bayt alayhi salam zurückgegeben hat. Das heißt, zwei Sachen kann man wirklich diesem Umar ibn Abdulaziz gut sprechen. Auch wenn wir nicht mit allem übereinstimmen, was er getan hat oder gesagt hat. Zwei Sachen bleiben ihm inshallah bis zum Tage des Gerichts. Er hat es gestoppt, dass Ali ibn Abi Talib auf der Kanzel verflucht wurde. Und er hat Fadak, der Ahlul Bayt, zurückgegeben. Einen anderen Khalifen, den Imam al-Baqir miterlebt hat, war Hisham ibn Abdul Malik. Dieser Hisham ibn Abdul Malik hat so sehr versucht, Imam al-Baqir zu demütigen und bloßzustellen. Er war neidisch auf ihn. Wir haben vorhin gesagt, die vier Ursachen, weshalb Menschen Sünden begehen, Neid. Genauso was mit diesem Hisham ibn Abdul Malik. Er war neidisch auf ihn. Ich bin der Khalif der Muslime und alle gehen zu al-Baqir und fragen ihn und er ist wissender als ich. Das darf nicht sein. Was hat er gemacht? Er hat keinen Gelehrten gelassen, sei es von den christlichen oder atheistischen oder von den Gelehrten der Muslime außerhalb der Rechtsschule der Ahl-Bayt, hat er keinen gelassen, außer dass ihn geholt hat, um Imam al-Baqir zu debattieren, um ihn zu blamieren.
Wir sehen, diese Sunna der Khulafa hat schon früh angefangen. Ja, ihr erinnert euch an Yahya bin Ekthem und Imam al-Jawad und Imam al-Hadi, wie er blamiert wurde in jungem Alter. Das hatten wir in der Biografie der Imame erwähnt gehabt. Auch hier haben sie Gelehrte geholt, um Imam al-Baqir al-Islam zu debattieren und ihn bloßzustellen. Einmal war dieser Hisham ibn Abd al-Malik, war er in Mekka, in der Nähe von der Kaaba. Und bei ihm war eine Person namens Nafi'. Nafi' war ein früherer Sklave des zweiten Kalifen Umar ibn Khattab. Und dieser Nafi' gehörte übrigens zu den Khawarij, der in Nahrawan Imam Ali bekämpft hatte. Sie waren da an der Kaaba, sie sahen, wie eine Person plötzlich kommt und plötzlich haben so viele Menschen, wie an der Kaaba war, plötzlich stoppten alle, machten alle Platz, sodass Imam al-Baqir zur Kaaba durch konnte. Und dieser Nafi' wandte sich zu Hisham ibn Abd al-Malik. Er sagte, wer ist das? Weshalb machen die Menschen so viel Platz für ihn? Er sagte, das ist al-Baqir, das ist der Imam der Leute des Iraks. Und es heißt, er kann jede Frage beantworten. Und es heißt, er ist der Spalter des Wissens. Er sagte, was? Er soll der Spalter des Wissens sein? Hol ihn zu mir. Baqir, komm her. Als wäre es sein kleiner Bruder oder sein... Nicht mal mit seinem kleinen Bruder redet man so respektlos. Baqir, komm her. Imam al-Baqir a.s. kam. Was ist los? Er sagte, ich habe gehört, du gehörst zu den Wissenden. Und schaut die Antwort von Imam al-Baqir. Er sagte, Alhamdulillah gehöre ich nicht zu den Ignoranten. Er sagte, ich habe gehört, du gehörst zu den Wissenden. Er sagte, Alhamdulillah gehöre ich nicht zu den Ignoranten. Imam al-Baqir sagt das. Und wir denken manchmal, wir sind, mashallah, die größten Ayatollahs auf dieser Welt, wenn es um Facebook geht, um ein paar Fragen zu beantworten. Er sagte, Alhamdulillah, ich gehöre nicht zu den Ignoranten. Er sagte, wenn du wirklich so einer bist, dann beantworte mir folgende Fragen. Er sagte, bitteschön. Er sagte, was war die Anzahl der Jahre zwischen Isa und Muhammad, sallallahu alaihi wa alaihi, die Anzahl der Jahre. Er sagte, meiner Meinung nach sind es 500 und deiner Meinung nach sind es 600 Jahre. Er war verblüfft. Woher weiß er, was meine Meinung darüber ist? Er sagte, okay, im Koran heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Prophet Muhammad sagt, er solle die Propheten vor ihm fragen, ob sie den Menschen gesagt haben, dass sie an jemand anderes glauben sollten als an Allah subhanahu wa ta'ala. Im Koran finden wir diesen Vers, O Gesandter Gottes, frag die Propheten vor dir, ob sie den Leuten sagten, dass sie an jemand anderes außer an Allah glauben sollten. Dieser Nafi' sagte, erkläre mir, wie kann sowas sein? Wie soll der Prophet Muhammad die Propheten vor ihm gefragt haben? Er sagte ganz einfach, bei der Himmelfahrt, Laylat al-Isra wal-Mi'raj, als er die Propheten im Gebet leitete, wandte er sich zu ihnen und fragte sie, ob die Menschen aufgefordert haben, an jemand anderes als an Allah subhanahu wa ta'ala zu glauben. Ja, Surat al-Isra, der erste Vers, Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Harami ila al-Masjid al-Aqsa, dieser Himmelfahrt. Dann Nafi' sagte, wo ist Gott? Die Frage, die schon Imam Ali a.s. gefragt wurde, wo ist Gott? Und Imam al-Baqir sagte, sag mir, wo er nicht ist, und ich sag dir, wo er ist. Und Nafi' sagte, sag mir, wann kam Gott oder wann entstand Gott? Und der Imam antwortete genauso, sag mir, wann er nicht war, und ich sag dir, wann er war. Bis dieser Nafi' dann angefangen hat zu zittern, weil er jede Frage, die er gestellt hat, Imam al-Baqir hat sie sofort beantwortet, ohne nachzudenken. Ja, ihr kennt sicherlich, als Imam Ali dies gefragt wurde, wie kannst du diese Fragen alle so schnell beantworten, ohne nachzudenken. Und er sagte, wenn ich dich fragen würde, wie viele Finger hast du, musst du dann nachdenken? Er sagte, nein. Er sagte, genauso ist es mit uns, der Ahlul Bayt. Alles, was sie uns fragt, ist genauso, als würden sie uns fragen, wie viele Finger wir haben. Al-Muhammad, salawatullahu wassalamu alayhim, sind etwas Außergewöhnliches. Bei Allah, sie sind was Außergewöhnliches. Das Wissen und alles, was sie haben, ist etwas, was... Man findet keine Worte dafür. Ilahi. In Ziyar al-Jama' al-Kubra, O Allah, gebe es bessere Fürsprecher als Muhammad wa al-Muhammad, so hätten wir sie als Fürsprecher genommen. Es gibt aber keine. Bis dann Imam al-Baqir genug hatte und sagte, O Nafi', jetzt frage ich dich eine Sache. Jetzt beenden wir mal das Ganze ganz schnell. Er sagte, was ist? Er sagte, du bist einer von den Khawarij, richtig? Er sagte, ja. Er sagte, berichte mir über die Leute von Nahrawan, die Ali ibn Abi Talib bekämpft haben. Bist du mit ihren Taten einverstanden oder nicht? Und es gibt hierbei nur zwei Möglichkeiten. Wenn du einverstanden bist, dann bist du ein Kafir, denn
Es ist gemäß euch verboten, den Khalif eurer Zeit zu bekämpfen. Und wenn du damit nicht einverstanden bist, dann bist du auch ein Kafir, weil du in Nahrawan gegen ihn gekämpft hast. Was bist du? Er drehte sich um und sagte, mit ihm rede ich nie wieder. Das hatte er. Wir sehen, dieser Hisham ibn Abdelmelik hat 5 Jahre lang versucht, Leute zu holen, um Imam al-Baqir zu debattieren, um ihn zu widerlegen. Einmal kamen auch Gelehrte zu Imam al-Baqir und haben ihm verschiedene Fragen gestellt. Sie haben gefragt, bei welchem Fasten in der Geschichte ist es erlaubt zu essen und zu trinken? Das hatten wir ganz am Anfang. Deswegen, als wir Surat Maryam vorhin gelesen haben, habe ich euch gesagt, passt auf, Imam al-Baqir wurde so etwas gefragt. Und jetzt müsst ihr euch daran erinnern. Bei welchem Fasten ist es möglich zu essen und zu trinken? Inni nadartu lirrahmani. Ja? Genau, also das Fasten des Redens, beziehungsweise dass man schweigt. Richtig, Ahsant. Er sagte, das Fasten von Maryam, also das Fasten des Schweigens. Und dann haben sie ihn gefragt, mit welchem Mord starb ein Viertel der Menschheit? Sie wollten Imam al-Baqir testen, sie wollten ihn quasi blamieren. Mit welchem Mord starb ein Viertel der Menschheit? Ich frage euch, wer weiß es? Ein Mord hat ein Viertel der Menschheit getötet. Und der Imam sagte, als Qabil Habil tötete, starb ein Viertel der Menschheit. Wer war auf dieser Welt? Adam, Hawa, Habil und Qabil. Starb ein Viertel der Menschheit. Und er wurde gefragt, was wird immer mehr, aber niemals weniger? Und er sagte, das Wasser des Ozeans. Und er wurde gefragt, was wird immer weniger, aber niemals mehr? Er sagte, dein Alter. Und er sagte, welche Aussage im Koran ist richtig, aber Allah sagt, dass es eine Lüge ist? Das ist eine knifflige Frage. Welche Aussage im Koran ist richtig? Sie ist korrekt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass es eine Lüge ist. Weiß es jemand? Ich wiederhole, welche Aussage im Koran ist richtig, aber Allah sagt, es ist eine Lüge? Und der Imam a.s. antwortet, der erste Vers in Surat al-Munafiqun, wo es dann heißt, wenn die Heuchler zu dir kommen und sagen, wir bezeugen, dass du wahrlich der Gesandte Allahs bist. Allah weiß, dass du fürwahr sein Gesandter bist, doch Allah bezeugt, dass die Heuchler Lügner sind. Sie kommen und sagen, du bist der Gesandte Gottes. Es stimmt, die Aussage, das Statement ist korrekt. Der Gesandte Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, ist der Gesandte Gottes. Aber die Heuchler lügen. Nicht, weil die Aussage falsch ist, sondern weil sie es nicht meinen oder weil sie nicht daran glauben. Und sie sagten, ja, das ist korrekt. Und die Frage ist jetzt besonders knifflig. Welche Menschen wurden am selben Tag geboren und starben am selben Tag, nur dass der eine 100 Jahre älter war als der andere? Hier muss man wirklich Al-Baqir sein, um so eine Frage zu beantworten. Welche zwei Menschen wurden am selben Tag geboren und starben am selben Tag, außer dass der eine 100 Jahre älter war als der andere? Das sollten wir nächstes Mal im Quizduell solche Fragen nehmen, als 3-Sterne-Fragen. Wer kann so eine Frage beantworten? Wie sehr muss man den Koran in- und auswendig können, um so eine Frage beantworten zu können? Und der Imam a.s. sagte, Uzair und sein Bruder Aziz, als beide 30 Jahre alt waren, was sagt der Koran? Dass Uzair, der Prophet Uzair, sehen wollte, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen tötet und wiedererweckt. Was geschah? Uzair ist für 100 Jahre gestorben und wurde nach 100 Jahren wieder auferweckt. Und danach lebte er mit seinem Bruder noch 20 Jahre, sodass sie beide im Alter von, oder dass sie, oder sie beide, sie wurden am selben Tag geboren, weil sie Zwillinge waren. Sie starben am selben Tag, aber Uzair starb im Alter von 30 Jahren und kam nach 100 Jahren wieder, er lebte 20 Jahre, also war er 50 und sein Bruder hat diese 150 komplett durchgelebt. Habt ihr schon mal vom Propheten Uzair gehört? Jetzt wissen wir es also. Der Imam wurde so etwas gefragt und als diese Fragen beendet wurden, sagte dieser Gelehrte, ich schwöre bei Gott, es gibt niemanden auf dieser Welt, der ein Erbe des Gesandten Gottes Muhammad bist, außer du, O Baqir. Baqir al-Ulum, Muhammad ibn Ali al-Baqir, salawatullahi wasalamu alayhi, dieses hervorragende Wissen, was er an uns weitergetragen hat. Und dann, es gab immer mehr Fragen, das ist inshallah jetzt als letztes, weil wir schon spät auch in der Zeit sind. Einmal kam auch ein Christ zu ihm und hat ihn Sachen gefragt. Er sagte, welche Periode ist weder Tag noch Nacht? Und der Imam sagte, es ist die zeitliche Periode kurz vor Sonnenaufgang. Das ist weder Tag noch ist es Nacht.
Und der Christ fragte ihn, was geschieht zu jener Zeit? Und er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt die Krankheiten der Menschen in dieser Zeit fort. Und er sagte, du sagst, im Paradies werden wir so viel essen, ohne dass das Essen im Paradies weniger wird. Wie kann das sein? Und er sagte, genauso wie wenn du eine Kerze nimmst und eine andere anzündest, die eine Kerze verliert nichts, wenn sie die andere anzündet. Genauso ist es mit dem Essen im Paradies. Und so ging es dann weiter. Die Khalifen haben einen Gelehrten nach dem anderen gebracht, um Imam al-Baqir zu debattieren. Und nicht ein einziger hatte die Möglichkeit, dem Imam etwas anzuhaben. Aber war Imam al-Baqir wirklich nur jemand, der gelehrt hat, der Wissen verbreitet hat? Nein. Er war jemand, der das auf der einen Seite gemacht hat, der aber auf der anderen Seite ganz normal gearbeitet hat. Ganz normal gearbeitet, seine Felder bestückt, seinen Lebensunterhalt verdient. So dass es einmal in einer Überlieferung heißt, jemand kam und lief durch die Straßen von Medina und die Überlieferung berichtet, es war so heiß, kein Mensch war auf den Straßen von Al-Medina. Sie alle waren weg. Keiner war da, weil es so heiß war. Man sah nur einen einzigen Menschen, der am Arbeiten war. Und der Überlieferer berichtet, er sagte, dieser eine muss wirklich sehr nach der Dunya streben, wenn er in dieser Hitze auch arbeitet. Er ging zu Imam al-Baqir und sagte, oh du, in dieser Hitze strebst du nach dieser Dunya? Und der Imam a.s. sagte, was ist verkehrt daran zu arbeiten? Denn Allah subhanahu wa ta'ala sieht keine Hände lieber als die Hände, die arbeiten im Halal, im Erlaubten, um seinen eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Bis dann der Imam salawatullahi wasalamu alayhi, bis die Khalifen seiner Zeit es nicht mehr aushalten konnten mit ihm und ihn vergiftet haben. Und das Gift ihm zukommen haben lassen, bis er vergiftet wurde. Und als der Imam salawatullahi wasalamu alayhi im Sterben lag, wurde er nach seinem letzten Willen gefragt. Und er sagte, alles, was ich hinterlasse, soll ausgegeben werden, um das Wissen zu verbreiten, um das Wissen von Al-Muhammad zu verbreiten. Begrabt mich mit dem Umhang von meinem Gebet, denn das Gebet wird am Tage des Gerichts unser Fürsprecher sein. Und drittens, ihr erinnert euch, was haben alle Imame gemeinsam, wenn sie in den letzten Augenblicken sind, wenn sie im Sterbebett liegen? Was haben alle Imame gemeinsam, wenn sie im Sterbebett liegen? An wen denken sie? An Imam Abi Abdullah al-Hussein, salawatullahi wasalamu alayhi. Als wir die Biografien der Imame durchgegangen sind, haben wir immer am Ende gesagt, was dieser Imam in den letzten Momenten über Imam al-Hussein a.s. gesagt hat. Und auch er sagte, ich verlange von euch, dass ihr jedes Jahr in Mina bei der Hajj Majalis und Imam Abi Abdullah al-Hussein haltet. Dass er niemals in Vergessenheit gerät. Und er selber, Imam al-Baqir, die Überlieferung berichten, Imam al-Baqir hat über 100 Studenten ausgebildet in Gedichte und Majalis schreiben über seinen Großvater Imam al-Hussein, salawatullahi wasalamu alayhi. Diese ganzen Latmiyat, die wir jetzt heute kennen, also das sind eigentlich nur Gedichte quasi. Jetzt, manche haben jetzt mit Rhythmus und keine Ahnung was, aber es sind eigentlich Gedichte. Der Urform dieser Latmiyat könnte man als Gedichte bezeichnen. Diese Gedichte, Imam al-Baqir hat speziell Leute dafür ausgebildet, um Majalis und Gedichte über Imam al-Hussein salawatullahi wasalamu alayhi zu schreiben. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns die Ziyara dieses reinen Imams ermöglicht, im al-Baqir, und dass er uns am Tage des Gerichts seine Fürsprache inshallah gewährt, beim Recht von Muhammad wa al-Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali baytih at-tayyibin at-tahirin.